herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch gewünscht, dass ich euch mal so einen Tagesablauf von mir zeige. Das setzen wir jetzt mal um. Ich bin eben gerade wach geworden, jetzt zeige ich euch quasi meine Morgenroutine. Der Junior, der ist schon wach und den Rest muss ich gleich noch wecken. Das ist den Rest. Den Kleinen lasse ich jetzt noch schlafen, den habe ich jetzt gerade extra nochmal schlafen gelegt, weil morgens kümmere ich mich erstmal um die anderen beiden. Die Malia muss ich gleich wecken. Und Dennis ist auswärts, der ist gar nicht hier. Der kommt heute erst wieder. Der war jetzt, war weg 10 Tage, glaube ich. 10 Tage und heute Nacht kommt er wieder. Also heute haben wir nochmal einen ganzen Tag, den ich jetzt hier mit den Kids noch verbringe. Und dann ist der Papa auch wieder mit am Start. Sehr gut, was ich hier morgens immer alles so mache, wie mein Tag beginnt und wie er dann auch natürlich verläuft. Skincare-Routine. Ich habe immer eine für abends, eine für morgens. Man muss auf seine Haut achten. Vor allen Dingen, man wird ja nicht jünger, ne? Das switche ich dann immer so ein bisschen zwischen bestimmten Produkten. Dann sieht man morgens auch gleich viel frischer aus. Meine Nacht war ein bisschen anstrengend. Oder ist eigentlich jetzt immer anstrengend gerade. Ich komme richtig spät ins Bett erst. Wegen den Kindern natürlich. Und dann Mari wird ich nachts ein paar Mal wach. Durchgefüttert werden will, neue Windel und so. Also ich mein Schlaf wird meistens so um die 4-5 Mal unterbrochen pro Nacht. Nicht so einfach. So, hatte ich gerade noch gesagt, dass der Kleine hier noch normalerweise weiter schläft, mich dann um die Großen kümmern kann. Aber er dachte sich, er möchte jetzt auch mit dabei sein. Und dementsprechend ist er jetzt auch mit am Start. Da ist er. Der ist hier in meiner Babytrage. In der schläft er meistens dann noch ein. Mag ich immer ganz gerne. Ja, die Kids haben schon angefangen, sich anzuziehen. Die ziehen sich immer sehr gerne selber an. Und das ist deren Zimmer hier. Habe ich schon mal die Vorhänge hochgemacht. Bett und so alles aufräumen, das mache ich immer ein bisschen später, wenn ich da ein bisschen Luft habe. Das ist deren Kleiderschrank. Habe ich gestern aufgeräumt. Imaya hat hier schon Schwierigkeiten mit der Outfit-Auswahl. Erst wollte sie pink, dann wollte sie bunt und dann schwarz und dann hat sie sich für Lila entschieden. Naja, dann somit eines der ersten Dinge, die ich morgens mache, ist direkt eine Waschmaschine schnell anschmeißen. Das hier ist das Wäschezimmer. Machen wir erstmal eine Wäsche an. Bei mir ganz wichtig ist, gerade sowas immer so, alles was die Haut betrifft, ist das alles... Dass alles halt im besten Fall organic ist, mit so wenig Duftstoffen und so wenig Quatsch wie möglich drin, den man nicht braucht. Hier habe ich auch noch so ein Neugeborenes, muss ich auch ganz gerne, das riecht natürlich ein bisschen besser als das Organic. Das sind die beiden Waschmittel, die ich hier benutze. Ich verzichte auf Weichspüler und alles. Ist alles nicht gesund, nicht gut für die Haut und schon gar nicht gut für die Kiddies. So, gehen wir jetzt mal hier in die Küche. Meine Kinder warten hier schon ganz, ganz brav auf mich. Habe ich die Vorhänge schon mal hochgemacht und Junior hat hier gerade seine ganzen Jerseys einmal auf dem Tisch verteilt. Der spielt dann hier mal ganz fleißig Basketball. Die Paketecke. Pakete, Pakete, Pakete. Ich weiß nicht, wie viele Pakete hier täglich ankommen, ne? Das hier ist Dennis seine About You Kollektion. Aber ja, gehen wir mal hier in die Küche. Orange and? And Toast, please. And Toast, okay. Hier achten wir auch mal darauf, dass alles organic ist. Alles immer organic. Ja, hier stehen jetzt unfassbar viele Sachen rum, die halt einfach zur Deko und zum Eigentum der eigentlichen Hausbesitzer gehören. Dementsprechend sieht das hier echt super doll zugestellt aus. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ich mag ja immer so weniger. Oh, mein Schatz. Der ist müde, der kleine Mann. Wie gesagt, eigentlich schläft er ja jetzt noch. So, gehen wir mal hier an den Kühlschrank. Achso, Julia wollte einen Toast. Brotabteilung. Gutes deutsches Toast. Kühlschrank einmal auf. Das ist unser Kühlschrank. Natürlich hat hier dann auch, also hier sind ja mehrere Leute, hier wohnen ja auch noch Joelle und so, Joelle und Alex.
natürlich auch ihre Lebensmittel hier drin. Überwiegend ist das hier tatsächlich mein Kram. Morgens brauchen wir Blaubeeren. So, starten wir mal, ne? So, hier haben wir schon mal alles ein bisschen zurecht gemacht. Ein ganz wichtiger Step für mich auch noch. Dieses gute Zeug. Dann besprühe ich jetzt hier einmal mein Obst und mein Gemüse. Da ist so, die Ingredients sind so Essig und all sowas, was halt eben ja, diesen ganzen Quatsch vom Obst löst. Unter anderem halt Wachs und ja, alles, was halt eben so verwendet wird zum Besprühen des Obst und Gemüses. Also obwohl es schon organic ist, aber trotzdem ja, so ganz schadstofffrei ist es dann immer noch nicht. Deswegen wird es jetzt mal hier besprüht. Das benutze ich, um mein Obst und Gemüse sauber zu machen. Dann lassen wir das da noch mal kurz drin. Währenddessen kümmere ich mich schon mal hier um das Brot. Das große Phänomen bei Kindern ist ja immer deren Vielfältigkeit. Ja, Junior und Emaya wollen Buttertoast meistens morgens. Manchmal wollen sie noch Erdnussbutter haben. Manchmal möchte Junior, also isst du ja dann auch nochmal so ein bisschen Frischkäse. Das allerbeste ist, ich muss bei Emaya auch noch die Kruste abschneiden, auch der Klassiker. So, sieht das Ganze hier fertig aus. Das servieren wir mal. Und einen guten Appetit an die Kinder. Da schläft der kleine Pons jetzt. Mal gucken, für wie lange. So, jetzt habe ich es endlich geschafft, auch mal ein Essen zu machen. Ich esse, ja, das ist hier mein Wasa-Knäckebrot. Habe hier einen Tee. Sieht man das hier? Einen Tee, eine Banane. Dann immer morgens auf jeden Fall auch Wasser. Eine Flasche. Die Kinder spielen hier gerade Basketball zusammen. Ich glaube, Emaya hat ihr Basketballtalent von mir. Und Junior hat sein Talent von seinem Papa. Oder andersrum, je nachdem. Und jetzt muss ich aber auch noch Dennis wecken. Der hat jetzt gerade Mittagsschlaf gemacht. Der muss jetzt gleich schon zum Spiel los. Der ist ja New Orleans. Und die haben gleich ein Spiel. Das ist gleich. Also, man muss aber jetzt schon mal in die Halle und also shoot around und alles, was sie halt eben noch vorher machen, bevor so ein Spiel beginnt. Ich werde ihn jetzt erstmal Dennis auf. So, ich stelle das mal hier ab. Nehme mal hier kurz mein iPad und wir wecken den Dennis. Der will nicht aufstehen. Du musst aufstehen. Hast du schon gepackt? Ja. Sag mal hi. So, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Dachten uns, das schöne Wetter hier müssen wir ausnutzen. Ja. Ich habe hier alle im Kinderwagen dabei. Der ist der Kleine. Und Junior. Ist a big rock, hä? Huh? Ich gehe eigentlich echt gerne alleine mit allen dreien raus. Dann gehen wir nach Hause, wenn es Mittagessen gibt. Und dann machen wir Mittagsschlaf. Die kamen einfach mit einem neuen Outfit raus. Eigentlich ist es viel zu warm für was Langärmliches, aber gut, sie finden es gut. Ja, jetzt genießen wir erstmal das schöne Wetter hier. So, wir sind jetzt von unserem Spaziergang nach Hause gekommen. Und die Kinder haben noch keinen Hunger, deswegen machen wir jetzt erstmal nur ein Smoothie. And we got a fresh avocado inside. Und wir schauen uns hier gerade das Spiel an. Ja, hoffen wir, dass wir auf jeden Fall den Sieg heute noch mit einfahren. Das ist natürlich ein schöner Abschluss für das Auswärts, für den Auswärtstrip. Aber gerade sind wir mit 3 Punkten vorne. Oh! Super! Jetzt? Yes. Okay! Nice! Okay. Ja, das Spiel ist vorbei. Wir haben leider verloren. Traurigerweise. Aber gut. Ja, jetzt werden wir noch ein bisschen spielen. Dann werden wir die Kids in die Badewanne stecken. Und und dann werde ich Essen machen. Dann ist Dennis hoffentlich auch bald schon da. Yes! Er hat es schon wieder abgezogen. Naja, was ist hier los? So, wir haben es endlich ins Schlafzimmer geschafft. Kinder putzen gerade Zähne. Und jetzt suchen sich die Kinder hier gerade Bücher aus.
Die Wahl ist auf Splat the Cat gefallen. Let's go, baby! I can touch. Mama, dann die Toni-Box darf natürlich nicht fehlen. Jetzt putze ich einmal Emalias Zähne und dann Juniors Zähne. Dann lesen wir einmal. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Der Kleine schläft jetzt gerade nämlich noch. Ich hoffe, wir schaffen es noch wenigstens zu Ende zu lesen. Und ich schaffe es vielleicht noch ein bisschen was aufzuräumen. Ja, starten wir mal jetzt mit dem Zähneputzen erstmal. So, Spielsachen sind alle beisammen. Küche ist einigermaßen ordentlich. Ja, kann man eigentlich so lassen, ne? Ja, dann werde ich echt nur noch warten, bis Dennis dann da ist. Also ich werde jetzt schlafen gehen, denke ich. Dass ich jetzt die ganze Zeit wach bleibe und warte, bis er da ist, das packe ich nicht. Ja, ich bin echt müde, K.O. geschafft, fertig. Ein ganz normaler Tag quasi in meinem Leben. Und ja, warten wir jetzt auf Dennis. Wir haben es jetzt 1.15 Uhr. Ich bin nur ganz kurz eingenickt. Ich dachte mir, jeden Augenblick kommt er jetzt. Dann kam er doch die ganze Zeit nicht. Und jetzt ist er aber da. Jetzt hat er doch noch ein bisschen Hunger. Jetzt haben wir hier noch auf die Schnelle ein paar Chicken Quesadillas. Die bringe ich ihm jetzt mal. So, dann ist auch die Kinder rum. So, das war es dann jetzt auch von mir für dieses Video. Ich chill jetzt noch ein bisschen mit Dennis und dann muss ich auf jeden Fall wieder schlafen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentiert ganz fleißig, lasst einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, sehr gerne nehme ich Vorschläge in meinen Kommentaren für mein nächstes Video. Ich brauche ein bisschen Inspiration von euch. Also würde mich freuen. Bis dahin.